Und nebenbei der Entwicklung des Rasant war ein Briefing, was wir erstellt haben auf Basis des Feedbacks unserer Testspieler, die in vielen Trainingseinheiten die Belege auf Herz und Nieren getestet haben. Anhand dieses Briefings haben wir dann den Rasant entwickelt in Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern. Besonders schön sieht man die Kornstruktur des Rasant hier am Lichtmikroskop. Wir sehen hier die außergewöhnlich großen Poren, die wir mikroskopisch vermessen können und auswerten können. Wir haben viele größere Zwischenräume als bei anderen Schwämmen. Die Rasantmischung besteht aus über 15 Bestandteilen. Der Hauptbestandteil ist Naturkautschuk aus kontrolliertem Anbau, alles aus einer ausgewählten Plantage. Wir starten mit einer unreaktiven Vormischung, die hier auf der Walze scharf gemacht wird. Zuerst machen wir die Mischung warm auf der Walze. Als nächstes mischen wir hier die Farbe zu. Die Chemikalien werden jetzt zugemischt, die die Mischung reaktiv machen. Es laufen zwei chemische Reaktionen synchron, die Vernetzungsreaktion und die Treibmittelreaktion. Letzteres ist so eine Art Backpulver, das später im Vulkanisationsprozess für die Poren sorgt. Diese Chemikalien werden auf Walze gründlich nacheinander eingemischt und verteilt. Am Ende der Mischung sorgt der sogenannte Stockblender für eine gründliche Links-Rechts-Verteilung aller Bestandteile. Bei der Konzeption eines neuen Tischtennisbelages ist natürlich zu beachten, dass wir zwei Komponenten haben, die zusammenspielen müssen. Das ist zum einen der Schwamm, zum anderen aber auch das Noppengummi. Und wenn ein Belag gut funktionieren soll, dann müssen diese beiden Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Das ist also etwas, was wir von Anfang an machen müssen. Schon die Grundauslegung beinhaltet beide Komponenten. Bei der Entwicklung des Rasants haben wir gesehen, dass wir zu diesem besonderen Schwamm auch Änderungen am Noppengummi vornehmen müssen. Das heißt, hier wurde eine andere Mischung für das Obergummi verwendet, die neu eingeführt wurde. Und mit diesem Zusammenspiel der neuen Mischung und des neuen Schwammes konnten wir eine sehr gute Resonanz des Belages erzeugen, um damit auch den maximalen Spin aus dem Belag herauszubekommen. Wir sehen hier eine FM-Simulation des Einfluges eines Balles mit Rotation in einen Belag. Und man kann hier sehr gut erkennen, dass der Ball abgebremst wird. Die Energie, die in der Rotation drinsteckt, wird im Belag gespeichert und wird dem Ball optimal wieder zurückgegeben, sodass wir also hier diese Spin-Umkehr an dem Belag haben und somit den Spin-Effekt maximieren können. Wir haben hier doch einige Analogien zur Formel 1. So wie dort der Reifen optimal auf der Straße haften muss, kann auch hier der Belag nur funktionieren, wenn der Reibkoeffizient zwischen Ball und Belag optimal ist. Und auch das war Ziel dieser neuen Obergummientwicklung, sodass wir hier wirklich ein optimales System erreicht haben. Ja, die Formel, die wir für den Rasant gefunden haben, hat uns jetzt auch einiges an Potenzial aufgezeigt, was wir für andere Abstimmungen machen können, sodass wir sagen können, die Entwicklung am Rasant wird weitergehen. Wir bei Andro sind der festen Ansicht, dass es nicht den perfekten Belag gibt, sondern nur den individuell passenden Belag für jeden speziellen Spielertypen. Die Entwicklung des Andro Rasant war definitiv sehr zeitaufwendig und hat viel Kraft gekostet, aber wie das Ergebnis am Ende gezeigt hat, es hat sich gelohnt.